Man kann es ja nur wenden, ja, auch nie glauben, ja, was da geschah, ach ja, 2010, ach ja. Stockerau, was war denn Stockerau 2010? Ein Richter kam, was machte dieser Richter, ja? Der richtet, wie er will sogar. Ja, er machte, was er will, auch ja. Dieser Richter hat eine Behandlung, ja, ja, gemacht, das ist doch klar. Wie er gesehen hat, auch ja, dass gar nicht mehr so geht, wie er will, auch ja. Das hat er gesagt, auf einmal, ja, wir machen einen Vergleich sogar. Hast du schon was schon gehört? Jetzt mich der Vergleich macht ihn ja. Jeder soll ihm unterschreiben, ja. Auch ich muss unterschreiben, ja. Sagt er, auch wirklich, ja. Alle haben unterschrieben, ja. Dann kaum auch ich und dran. Dann sagte ich mal, dann sagt er bitte schon dann. Ein Vergleich ist ja, wie ist denn das? Das ist ja wie gar nichts gewesen, ja. Ein Vergleich ist ja so wie, ja, dann Alter kann man alles vergessen, ja. Auf einmal sagt der Gegner, ja, nein, ich hab verloren, ja. Ich sag, was, ich hab verloren, ja? Ja, ich soll jetzt unterschreiben, ja. Und das ist jedem hier auch klar. Und der Richter sagt, wenn du nicht unterschreibst, ja, dann sperre ich dich an sogar. Für die ganze Woche, ja, bleibst du hier. Ach, wirklich, ja. Oh, wirklich, wa? Frag ich meine Rechtsanwältin rein und fragte sie geschwind, kann der Richter machen, was er will? Er sagt, ja, der Richter darf es machen, ja. Wenn du nicht unterschreibst, ja, dann sperrt er dich ein sogar. Für die ganze Woche, ja, dann bleibst du in Leben, ja. Auf einmal hört man Richter, ja, und er sagt, schau auf die Uhr, jede Stunde kostet dir das Geld und du gehst bald hier nicht drauf, bevor du nicht unterschrieben hast. Und ich frage die Rechtsanwältin, ja, Frau Rechtsanwältin, ja, was unterschreibe ich da? Hat sie gesagt, doch nur, ich darf nicht sagen, was ihm vorwerfen, du, ich muss halt die Pappen halten. Und dann habe ich noch ihn gefragt, was darf ich denn? Habe ich ja einen angezeigt, doch ja, wegen Diebstahl, ist doch klar, wann ist die Verhandlung, ja. Auf einmal sagt sie, später, ja, auf einmal hörst du schon wieder den Richter, ja. Deshalb schauen Sie auf du, jede Stunde kostet Geld, ja. Wenn Sie nicht gleich unterschreiben, ja, dann werden Sie sich eingesperrt, oh ja. Und dann überlegte ich mir, ja, ob ich es unterschreiben soll, ach ja. Ich will es nicht unterschreiben, ja. Es sperrt sich der ganze Körper, ja, gegen die Unterschreibung, ja. Und die Richter und der Staatsanwalt, ja, jeder druckt auf drauf und sagt, ich soll jetzt unterschreiben, ja. Und die Rechtsanwältin, ja, die, was mich verteidigen soll, noch, ja, die sagt mir, unterschreibe endlich, ja, sonst können wir nicht gehen, ja. Das ging ja fast eine Stunde, ja. Und jeder drängte mich sogar, dass ich unterschreiben soll, ach ja, sonst werd ich eingesperrt, auch ja. Und die Rechtsanwältin, ja, die sagte, ja, wenn du nicht unterschreibst, dann wirst du eingesperrt. Die ganze Woche hast du nicht von Richter das gehört. Da habe ich mir halt gedacht, ich Maxi-Kraxi-Kraxi, ja. Vielleicht gehen Sie da einmal nach, ja. Hab ich Kraxi-Kraxi gemacht? Auf einmal sagt der Richter, ja. Er stirbt ja sowieso, ach ja. Hast du sowas schon gehört? Richter sagt, ich sterbe schon. Ja, das ist ein Richter, ja. Ein Richter, ein Garner ist der, ja. Das kann ich dir sagen, ja. Denn das ein Richter ist, ja, ja.
Goodbye, mein Land. Es ist mir klar. Es geht alles unter, ja. Ja, dann war die Geschichte aus.